Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen bei Technik Club Music. Viele haben sich jetzt schon gefragt, Technik Club Music, wie machst du das auf dem ganzen USB-Gedöns? So, ihr seht ja ein normaler Batteriekasten mit drei AA-Batterien. Hat auch vorher gut funktioniert. Ich habe schon ein bisschen etwas vorbereitet. Hier habe ich einmal die Spirale. Das ist die Minusleitung und hier oben ist die Plusleitung. Die Plusleitung geht direkt zum Schalter. Vom Schalter wird es dann getrennt oder geöffnet, je nachdem ihr den Schalter einstellt. Jetzt steht er auch offen, also geht die Spannung von hier durch den Schalter, hier durch, über den Widerstand und dann sofort zu dem Stern. So, der Stern braucht 4,5 Volt. Ich habe jetzt hier ein bisschen was vorbereitet. Meine Powerbank. Ja. Dann habe ich jetzt hier Drähte offen. Die anderen zwei also. Ihr könnt blau und grün abschneiden. Das ist die Datenleitung. In meisten Fällen ist es rot und schwarz. Plus und Minus. Bei dem Kabel, weil das Kabel von einer herkömmlichen Tastatur stammt, ist jetzt rot plus und schwarz minus. So. Und ihr geht jetzt einfach mit dem weißen Minus an der Spirale. Ich habe jetzt leider kein Stativ. Ich muss das jetzt alles ganz improvisieren. Und jetzt geht ihr mit dem roten Pluskabel, geht ihr jetzt da oben an dem Kontakt dran und ihr seht, ne, ist jetzt nicht kaputt, keine Sorge, ich komme da nur nicht richtig dran. Ja, also wie gesagt, es ist sehr einfach, ich muss das jetzt nur mal eben hier improvisieren, einen Augenblick, kurz den Cut. So, da bin ich wieder. Ich muss das jetzt hier ganz kurz improvisieren. Einmal die rote Leitung an den Pluspol und die Minusleitung, also das weiße Drähtchen an die Spirale, an den Minuspol. Ihr könnt das auch so machen. Das mache ich jetzt mal eben nochmal kurz einen Cut, weil mit dran halten geht's nicht. Ich werde jetzt das weiße Kabel an die Spirale befestigen. Und das rote Kabel werde ich dann da oben an dem Schalter dran halten. So, ihr seht, ich habe das weiße Draht jetzt an der Spirale befestigt. Jetzt brauche ich nur das rote Kabel an dem oberen Pluspol dran halten von dem Schalter. Ich werde das doch mal so versuchen, dass ich es euch zeigen kann. Und der Stern leuchtet. Ja, es schmort nichts, es qualmt nichts, der Stern leuchtet ganz normal, das Blinken ist ganz normal. Ich werde euch jetzt mal kurz das Licht ausmachen und nochmal dieses rote Pluskabel hier oben dran halten. Achtet auf den Stern, er leuchtet. Ja, es sieht sehr schön aus. Und so habt ihr lästige Batterien gespart. Ja. Farben werden schön wiedergegeben. Blinkmodis wird schön wiedergegeben. Und so könnt ihr alles, was drei Batterien hat, könnt ihr alles, weil drei Batterien 4,5 Volt sind, könnt ihr direkt auf USB machen. Diese 5 Millivolt, sage ich jetzt mal, das macht den Stern oder den jeweiligen Lichterketten oder LED-Stripes, wie auch immer. Alles, was mit drei Batterien ist, könnt ihr, wie gesagt, auf USB direkt betreiben. Ja. Ich würde euch aber, das sage ich jetzt im Voraus nochmal, eher gesagt, das sage ich euch im Voraus, niemals den Kasten hier entfernen, weil der Kasten, beziehungsweise hinter dem Schalter hier, da sitzt der Widerstand.
Ja, ich weiß nicht, ob es gibt aber auch Geräte, dass der Widerstand hier drin ist, ja. Aber bei den meisten Geräten sitzt der Widerstand hier hinter dem Schalter. Ja, und wenn der nicht vorhanden ist, der Widerstand, dann kann es sein, dass es euch durchbrennt. Dass euch die Lichter kaputt gehen. Ja. Also im Widerstand, das zeige ich euch mal, wenn ich das jetzt hier mal aufkriege. Ohne Werkzeug. Ich hole mal die Spirale eben da auch raus. Also ich sag ja, es ist nicht einfach, sowas zu machen. Für die Leute, die nicht wissen, ist ein Widerstand jetzt hinter oder ist da kein Widerstand hinter? Das ist jetzt nicht schlimm, wenn mir das jetzt auch abbricht. Weil. So, jetzt habe ich es ab, nicht durchgebrochen. So, da könnt ihr euch das jetzt mal anschauen. Da ist jetzt der Schalter. Also hier ist der Pluspol und vom Pluspol geht es im Schalter. Da wird der Kontakt geschlossen oder geöffnet. Und wie ihr seht, ist hier, glaube ich, ein Widerstand. Oder? Ich kann das Ganze mal rausholen. Nee, ich muss mich entschuldigen. Ich muss mich echt entschuldigen. Hier ist kein Widerstand verbaut. Dann ist der Widerstand da im Stern drin. Ja. Aber in meisten Fällen sitzt der Widerstand, wie gesagt, von dem Schalter. Ein Stück von da bis da sitzt dann der Widerstand. Und der benötigt ihr, um dass ihr diese 4,5 Volt passend für den LEDs habt. So, und jetzt werde ich hier oben mit dem Schraubenzieher werde ich da ein Loch machen oder direkt hier neben der Kabeldurchführung werde ich ein Loch machen, dass ich dann dieses schwarze USB-Kabel durchziehen kann, dass ich dann die Drähte hier fixieren kann und habe es dann ganz normal auf USB. Ja. Falls ihr noch Fragen habt, lasst es mich wissen. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Wie gesagt, es geht überall, was mit drei Batterien betreibt oder betrieben wird, könnt ihr direkt auf USB machen. Nur wie gesagt, achtet auf den Widerstand. Der sitzt meistens zwischen Schalter und der Zuleitung der Lichter. Ja. Also nochmal, hier ist der Schalter und vom Schalter aus die Zuleitung dann hier zu den Lichtern. Dazwischen sitzt meistens ein Widerstand oder wenn ihr sowas habt wie ich jetzt, ein Stern oder wie auch immer, und da sollte ein Widerstand drin sein. Wenn ihr hier keinen seht, dann ist hier ein Widerstand drin. Dann könnt ihr das bedenkenlos wirklich abschneiden. Würde ich aber euch eh nicht empfehlen, weil dann könnt ihr nicht ein- und ausschalten. Aber in meisten Fällen sitzt der Widerstand, wie gesagt, hier zwischen. Ja. Bei Lichterketten mit Timer-Funktion oder Flacker-Funktion, da ist dann hier so ein kleines Board drin. Ja. Da müsst ihr dann gucken. Da müsst ihr dann trotzdem den Pluspol hier unten dran machen und den Minuspol da. Dann könnt ihr das trotzdem auch auf 5 Volt betreiben. Ihr dürft dann nur diese kleine Platine, die für den ganzen Timer-Gedöns und Flacker-Modis zuständig ist, dürft ihr nicht beschädigen. Dann habt ihr das Ganze umsonst. Dann bis zum nächsten Mal, euer Techniker Music. Lasst mir ein Like da und natürlich einen Kommentar und ein weiteres Abo. Falls euch das interessiert, bitte lasst es mich wissen. Daumen hoch, bis zum nächsten Mal. Ciao.